Jo Leute, was geht? Chef Strobus hier am Start mit einem neuen Video, heute wieder mit Chef Aktuell. Tut mir leid, dass die Woche weniger Videos gekommen sind, beziehungsweise vielleicht weniger Sachen, die sich Leute erhofft haben. Nächste Woche bin ich auf der Gamescom, deswegen müsst ihr heute richtig fleißig liken. Ich werde das sonntags hochladen als einziges Video. Wie gesagt, die Woche viel zu tun wegen Gamescom, auch wegen der CCGS-Challenge. Ich habe sie immer noch nicht geschafft, Stand jetzt. Ich hoffe, dass ich noch die 27 heute oder morgen schaffe. Naja, mal abwarten. Heute wird das Thema sein, was am meisten Likes bekommen hat. Stress mit Eltern wäre auch ein ganz gutes Thema. Und das werden wir auch gleich machen. Vorab noch eine kurze Sache. Ich weiß, dass das Thema Sex so im letzten Video so ein bisschen doof ankam. Auch wegen dem Thumbnail. Aber das Thumbnail habe ich ganz normal einfach aus dem Internet genommen. Also ich weiß nicht, warum da alle so durchgedreht sind. Und deswegen, wenn ihr schon euch ein Ding wünscht, dann muss ihr dazu auch das passende Thumbnail machen. Und das Thema war ja klar, das war ja kein Clickbait, das war ja auch gewünscht worden. Nur, dass ihr das wisst, wenn ihr irgendwas hochvotet, ist halt immer ein bisschen schade zu lesen, dass sich Leute darüber so das Maul zerreißen, anstatt da mal aufzupassen. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Woche halt weniger informativere Videos gekommen sind, sondern einfach so vielleicht noch Openings und so Sachen, das ist auch oft gewünscht. Bugs und Glitches werde ich auch aufnehmen und so, nur dass ihr wisst, was in der Woche auf euch zukommt. Votet bitte ein Thema hoch, ich muss es morgen, also montags gleich aufnehmen, das dann für die Gamescom ready ist. Ich hoffe, dass ihr auch da seid, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch auf der Gamescom seid. So, kommen wir zum eigentlichen Thema von Chef Aktuell. Stress mit Eltern. Ja, was ist das für ein Thema? Stress mit Eltern. Ich glaube, jeder pubertierende Jugendliche hatte schon Stress mit seinen Eltern. Oder allgemein jeder Mensch hatte schon Stress mit seinen Eltern. Der eine weniger Stress, der andere mehr. Beim anderen, weiß ich nicht, wurde es vielleicht handgreiflich, beim anderen nicht. Es geht auf die verschiedensten Weisen eigentlich zu. Und ja, Stress mit Eltern, wie gesagt, Pubertät ist ja so eine Sache. Als ich kleiner war, also sagen wir mal 14, 15, jetzt jugendlich, nicht kleiner, ja doch kleiner, das ist schon wieder 7, 8 Jahre her, Alter, so alt ist der Chef schon. Da war es einfach so, dass ich ja schon richtig bockig war. Ich war halt so wie so ein bockiges Kind halt. Ich war 15, glaube ich, jetzt ist die 9. Klasse wiederholt habe, weil ich einfach so gebockt habe. Ich hatte Stress mit meinen Eltern. Meine Eltern haben sich auch dann irgendwann scheiden lassen. Das war auch so mit ein Grund wahrscheinlich, warum ich mich auch so, warum ich so bockig war. Dass mir einfach so alles so scheißegal war. Das und das geht kaputt. Was soll ich mich noch anstrengen und so. Und halt, ja, was soll ich sagen? Es war halt immer so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, ja, ich lerne nicht, das hast du davon, wenn ich jetzt das oder das nicht bekomme. Und was hat denn meine Mutter davon, wenn ich sage, ich lerne nichts, weißt du? Das ist doch alles eher schlecht für mich, nicht schlecht für sie. Also ich sag, ich lerne nicht. Und ist doch eigentlich voll der komplette Blödsinn, dass ich ihr sage, ich lerne nicht, weißt du? Einfach, dass ich sage, ja, Mama, ich lerne nicht. So, als würde sie interessieren. Das interessiert sie schon. Aber im Endeffekt sind es ja meine Noten und alles, was da passiert. Und ich finde, es ist okay, mal Streit mit seinen Eltern zu haben. Es ist auch eher gut, Streit mal zu haben. Streit ist auch was Positives, auch in der Beziehung. Weil wenn alles nur positiv, alles immer nur glatt läuft, dann läuft, finde ich, irgendwas schief. Du kannst keine Beziehung haben, jahrelang führen, ohne dass es da mal Streit gibt. Das geht einfach nicht, Leute. Auch wenn du, weiß ich nicht, Eltern hast und so, da wird es immer irgendwann mal Streit geben. Egal um welches Thema, vielleicht wenn es so ein Party machen geht, überbenachten, dass der Freund da schlafen kann. Dann vielleicht bei weiblichen, Teenagern, halt, dass der Junge hier übernachten kann, dass sie auf, weiß ich nicht, eine schlechte Note heimgebracht hat, sie will lieber das studieren, das gibt's auch voll oft, so Studienstreit, dass Eltern lieber wollen, dass ihre Kinder was studieren und was sie gar nicht wollen und so Sachen. Und das sind halt so ganz, ganz, ganz oft Themen, aber ihr müsst wissen, auch wenn eure Eltern nicht immer alles besser wissen, ich würde jetzt mal so sagen, zum Beispiel auch in dem Thema jetzt Gaming oder Streaming, was der Note auch lange dagegen war, auch meine Freundin, jetzt dann, als ich halt vieles erklärt habe, es ist ein wenig besser geworden, aber trotzdem, die waren auch da alle lange dagegen und ich muss das halt ihnen Step by Step erklären. Da gab es natürlich auch immer Streit und so, aber das gehört wie gesagt dazu, weil ohne Streit spricht man sich nicht aus, dann weiß man nicht, was der Standpunkt vom anderen Mensch ist. Ja, das ist einfach normal. Das ist einfach normal, Leute. Ich denke mal, wenn man jünger ist, hat man eigentlich tendenziell mehr Stress mit seinen Eltern. Das war bei mir auch. Ich war echt, wie gesagt, ich war ein anstrengendes Kind, muss ich sagen. Da verheimliche ich euch auch nichts, dass ich auch wirklich anstrengend war in meiner Kindheit. Geht es vielleicht vielen so, wo sich dann so Sachen denken, so, ey, wieso war ich jetzt gerade so zu meiner Mutter? Das denke ich mir ab und zu jetzt noch, wenn sie irgendwas von mir will und ich weiß es nicht, und mach sie vielleicht kurz mal blöd an, einfach weil ich gerade gestresst bin oder so wegen irgendeiner Sache. Und
dann denke ich mir so, hä, wieso habe ich das überhaupt gemacht? So, weißt du, meine Mutter wollte doch nur eigentlich was von mir. Weißt du, sie springt eigentlich meistens für mich, wenn ich was will. Und ich bin mir so zu schade, das zu machen. Ihr müsst wissen, ihr habt nur eine Mutter, ihr habt nur einen Vater euer Leben lang. Und so, es kann auch jeden Tag vorbei sein. Wisst ihr, ich meine, ganz dumm gesagt. Und deswegen, auch wenn ihr Streit habt, versöhnt euch. Ich weiß, nicht jeder Streit ist versöhnbar. Es kommt immer drauf an, was. Ich habe auch schon von schlimmen Streits mitbekommen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass auch Eltern Kinder misshandelt haben im Streit, halt auch so geschlagen, getreten und ganz kranke Sachen, wo ich dann sage, okay, da kann ich dann verstehen, wenn dann vielleicht das Kind sagt, okay, ich will da keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern nach dem Streit. Ist auch vollkommen okay. Aber fast jeder Streit, da lässt sich über so gut wie alles reden, wisst ihr, wie ich meine, Leute, weil es ist einfach so. Ja, ihr habt nur, wie gesagt, einmal ein Elternteil und da im Streit auseinanderzugehen, es passiert vielleicht irgendwas. Wie gesagt, ist es immer nur, man weiß nicht, das Leben kann schnell vorbei sein, man sieht es ja immer wieder, was in Spanien passiert und so weiter. Ja, nutzt diese Zeit und wirklich, wie gesagt, ja, redet mit euren Eltern und auch mit, ich übertrage es nochmal mit euren Geschwistern und so sowas. Und es ist, wie gesagt, nicht schlimm. Oft Streit mit seinen Eltern in der Jugend zu haben. Ich hatte auch oft Streit mit meinen Eltern wegen der Schule und alles. Und ja, es ist ganz, ganz, ganz normal eigentlich. Und was kann man noch zum Thema Streit sagen mit den Eltern? Es ist wie gesagt, das habe ich aber, das wiederhole ich mir nur kurz, dass es in jedem Haushalt anders ist. Es spielt auch meistens die Mentalität auch eine Rolle. Aus welchem Land vielleicht Leute kommen. Deutschland ist eine andere Erziehungskultur wie in Russland, Polen, Türkei, arabische Länder, europäische Länder, amerikanische Länder. Die haben alle, also ich meine, aus Amerika halt Leute, amerikanische Länder. Und ja, es ist halt so, dass da jeder anders erzogen wird, auch mit Streit anders umgeht, dass da vielleicht bei dem einen mal der Gürtel rausgeholt wird, was bei uns vielleicht undenkbar ist. Beim anderen, keine Ahnung, können die Kinder mit Waffen irgendwie rumhantieren oder so irgendwas. Ist halt schon, wie gesagt, so eine krasse Sache eigentlich. Und wie gesagt, ich find's immer gut, dass man halt sich nach jedem Streit halt versöhnt. Und ich bin auch mal gespannt, was ihr da zu dem Thema zu sagen habt, was vielleicht euer schlimmster Streit mit euren Eltern war. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was der schlimmste Streit war, aber ich hatte echt viele schlimme Streits mit meinen Eltern. Das ist echt brutal gewesen, wie oft ich da schlimm mit meinen Eltern gestritten habe. Wegen irgendwelchen echt banalen Sachen, muss ich mal überlegen. Also wirklich banale Sachen. Und ich mir manchmal dann gedacht habe, okay, was mache ich hier eigentlich? Oder warum bin ich überhaupt so? Weißt du, ich denke mal, viele Leute oder viele Jugendliche können gerade verstehen, was ich sage. Wo man sich dann so im Nachhinein denkt, warum habe ich das gemacht? Wieso zur Hölle? Wieso zur Hölle mache ich sowas? Wieso tue ich es meiner Mutter sowas an? Ich denke mal, das können vielleicht auch welche gar nicht nachvollziehen, welche können es nachvollziehen. Das ist immer so im Auge des Betrachters. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen, Leute. Ich habe schon oft Stories mitbekommen, die ganz traurig waren. Egal, wie sehr man im Streit ist, Leute, versöhnt euch mit diesen Menschen. Auch, wie gesagt, Eltern, finde ich, das ist das Wichtigste. Ich bin auch so ein bisschen im Streit mit meinem Vater, aber ich sehe ihn trotzdem noch. Und so weiter und so fort. Und auch ich habe auch öfter, ich habe jetzt noch mit meiner Mutter ab und zu Streit, wenn ihr irgendwas nicht passt und so, oder sie heimkommt und mich anfährt, dann sage ich auch mal so, hey, was ist denn jetzt und warum machst du mich jetzt dumm an? Das ist ganz normal, Leute. Das ist ja das Normalste der Welt, würde ich schon sagen. Aber es ist halt mal so, dass man halt da wegen irgendwelchen dummen Sachen den ganzen Tag aufgebracht ist, dann kommt man heim, dann vielleicht ist die Küche dreckig, mein Bruder und ich haben nicht aufgeräumt und dann sagt sie so, ja, was soll die Scheiße, ich bin hier arbeiten und so, dann kann es auch vielleicht mal lauter werden, sage ich ja vielleicht irgendwas Dummes. Jetzt nicht beleidigt sie nicht, weil ich dafür was Dummes. Und dann entschuldige ich mich, dann ist wieder alles gegessen. Ich finde, jeder Streit ist okay, solange man sich danach wieder versöhnt hat, einfach. Und das finde ich ist auch so die wichtigste Message von dem Video. Habe ich auch, glaube ich, lang genug wiederholt. Nochmal zusammengefasst, ich denke mal, jeder hat einen anderen Streit. Jeder hat eine andere Story zu einem Streit, was mal vorgefallen ist. Und deswegen, Leute, bin ich echt mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt und welches Thema als nächstes kommt. Ich bin mal echt gespannt. Auf jeden Fall war das wieder eigentlich ein gutes Thema. Kann ich wieder viel reflektieren mit meiner Jugend und was mir da so damals vorgefallen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder ein Thema hochbauen würdet, was auf jeden Fall, über was wir reden können.
Und sonst würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ein Like würde mir auch freuen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens auf der Gamescom. Ich bin samstags von 15 bis 16 Uhr mache ich ein Meet and Greet, aber das werde ich nochmal im Stream erwähnen. Auch nochmal im Stream erwähnen, genau. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns auf der Gamescom sehen. Leute, passt auf euch auf. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche in einem Video oder auf der Gamescom oder dann übernächste Woche wieder im Stream. Haut da rein. Euer Chef.